Mein Gott, oh, tut mir leid. Entschuldigen Sie, wissen Sie, waren mit ihm in der Maschine. Er sorgt sich um mich. Noch bis vor einer Woche war Roy Miller der zuverlässigste Geheimagent der Welt. Was ist denn vor einer Woche passiert? Kompletter Realitätsverlust. Warum hat er sie nicht getötet? Ich denke, er hat mich gern. Night and Day ist eine romantische Komödie, die mit einem unglaublich schnellen Actionfilm zusammenprallt. Ich drehe jetzt schon 15 Jahre Filme, aber so einen habe ich noch nicht gemacht. Dieser Film spielt auf der ganzen Welt und es macht irre Spaß, diese rasante Weltreise auf der großen Leinwand zu verfolgen. Einige Dinge in diesem Film, die bei anderen Filmen nur so aussehen, als würden sie passieren, passieren hier tatsächlich. Und damit meine ich nicht Greenscreen. James Mangold ist ein wunderbarer Filmemacher, den ich enorm bewundere. Er ist ein wundervoller Geschichtenerzähler. Sobald sie draußen sind, explodiert alles. Boston ist einzigartig. Mit seinen unglaublichen Freeways bietet es die Möglichkeit, alles drehen zu können. Autorennen, Sprünge, von Autos runterspringen und wieder raufklettern, von einem Autodach aufs andere springen, Schießereien, die Autos drehen und sich überschlagen lassen und dann endet das am Schluss mit einer tollen Schießerei. Ich möchte das Publikum unterhalten und dazu gehört, dass ich meine Stunts selber mache. Tom und Cameron könnten auch Stuntleute sein, wenn sie nicht Filmstars wären. Ich hätte die Chance, die 180-Grad-Drehungen zu üben. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Die Szene auf dem Dach in Österreich war wohl die größte Herausforderung für uns. Und dort hat Tom einen unglaublichen Stunt gemacht. Er ist direkt von einem Gebäude gesprungen, nur mit einem Seil gesichert. Sowas macht riesigen Spaß, das gibt einen Adrenalinschub. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich war mit ihm da oben und ich hatte ziemlich Angst. Die Szene mit den Stieren war einfach unglaublich. Bevor du sie siehst, spürst du, wie die Erde unter dir zu beben anfängt. Cameron hält sich fest, am Anfang noch ganz entspannt. Da klammert sie sich plötzlich an mich. Mein Gott, ich bekomme kaum noch Luft. Und dann rennen die Stiere an uns vorbei und rasen gegen das Tor. Bang, bang, bang. Und ich fahre weiter und sehe dann, wie die Toreros wie Ping-Pong-Bälle durch die Luft geschleudert werden und gegen die Mauern knallen. Puh, puh. Und mit Cameron Diaz auf dem Motorrad denke ich, wir dürfen auf gar keinen Fall umfallen. Ein Riesenspaß, der schönste Beruf der Welt. Und das gefällt mir so an Cameron. Sie war voll dabei. Ich liebe den Schlusssong, er passt perfekt zum Film. Tom Cruise war so nett, uns in seinem neuen Film mitspielen zu lassen. Der Film heißt Night and Day und wir haben dazu einen Song geschrieben. Du scheinst dich nicht sehr zu freuen, mich zu sehen, Roy. Es gibt keine Turbulenzen. Das könnte passieren. Ich spiele einen Mann, der ein Spion ist, ein Geheimagent. Roy Miller hat sich von seiner Organisation abgesetzt. Er ist gefährlich, Miss Havenson, außer Kontrolle. Sein Leben kollidiert mit dem dieser Frau, die er in sein Abenteuer verwickelt. Vielleicht war ich nicht deutlich genug, aber wir müssen zusammenbleiben. Wer bist du? Er ist im Besitz einer Sache, die jeder haben will. Und plötzlich bist du auf einem durchgeknallten Trip mit diesem unglaublichen Typen, der dich überall mit hinnimmt. Nur, dass du dabei sterben könntest. Bereit? Dann auf und los! Für die Rolle von Roy Miller haben wir Tom Cruise besetzt. Er ist vor allem ein toller Schauspieler und er spielt diese komischen, verletzlichen Charaktere großartig. Alles gut. Hab alles im Griff. Tom ist fantastisch. Er hatte schon immer diesen ansteckenden Humor. Auf eine Art und Weise. Was habe ich hier eigentlich an? Ein Bikini. Wie bin ich in den Bikini reingekommen? Die wirklich einzigartig für ihn ist. June, ich bin darin ausgebildet worden, eine Bombe vollkommen blind zu entschärfen. Nur mit einer Büroklammer und einem Minztrops. Ich denke, ich kann dir was aus- und anziehen, ohne hinzusehen. Ich habe nicht gesagt, dass es so war. Tom spielt einen knallharten Agenten, hat aber auch das komödiantische Talent für die nötige Leichtigkeit. Nur zum Verständnis. Im Moment ist ihre Lebenserwartung allein da draußen, ungefähr hier. Mit mir, hier. Ohne mich, hier. Mit mir, ohne mich. Mit mir, ohne mich. Auf der anderen Seite ist da Camerons Rolle.
Cameron und ich haben schon in Vanilla Sky zusammengearbeitet und es war eine tolle Erfahrung. Danach wollte ich unbedingt wieder etwas mit ihr machen. Cameron ist einzigartig, glamourös und wunderschön. Eine wirklich großartige Schauspielerin mit einem unglaublichen komödiantischen Talent. Ich habe ein paar Fragen. Was waren in der Spritze? Ein neuartiges Wahrheitsschild. Wow. Ich kann sie eigentlich nicht besonders gut leiden. June ist eine Frau, die sich in ihrem Leben immer um ihre Familie gekümmert hat. Plötzlich ist sie mitten in einem Abenteuer und kann ihr ganzes Potenzial ausschöpfen. Das tut mir echt leid. Aber sie wollten mich umbringen. Als ein Fan ihrer Arbeit und Filmfan wollte ich sie in dieser Rolle sehen. Bitte hört sie auf Menschen zu schießen, okay? Ich verstehe. Sie stehen unter Schock. Wie wär's, wenn Sie so lange hier bleiben und ich mich kurz mit den Jungs im Tunnel unterhalte, okay? Ehrlich gesagt, gehe ich sie nur kurz erschießen. Bin gleich wieder da. Tom und Cameron haben so einen unglaublichen Sinn für Humor, Teamgeist und Leidenschaft. Das ist unbestreitbar, wenn man sie sieht. Ich glaube, ich habe Lust auf Sex. Ich glaube, wir hätten richtig guten Sex. Haben die dir was gegeben? Du solltest viel trinken. Die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach. Und ich denke, sie haben sich gegenseitig zur Höchstleistung entwickelt. Auf drei. Fertig? Aha. Eins. Oh mein Gott! Entschuldigung. Panikattacke. Welche Zahl hättest du gern? Drei. Ja, nimm mir ruhig die drei. Die ist gut. Mit all der Action, dem Humor und natürlich der Romantik. Es gibt Filme, die dreht man, um eine Botschaft zu vermitteln. Es gibt Filme, die das Publikum auf eine emotionale Reise mitnehmen. Dieser Film soll einfach Spaß machen. Ich liebe diese Art von Filmen. Es ist einfach ein cooles, lustiges Abenteuer. Jetzt gib's ihm.